Ein Augenblick. Ein kurzer Moment. Ein Erlebnis. Unterschiedliche Blickwinkel. Begeisternde Augenblicke gibt es an diesem 29. Januar viele. Einige sind weltbewegend. Das Automobil feiert seinen 125. Geburtstag. Sternstunden für Mercedes-Benz. Doch beginnen wir vorn. Im Mercedes-Benz Design Center im Werk Sindelfingen. Die neueste SLK-Generation wird hier enthüllt und der Weltpresse vorgeführt. Ich finde, gerade in Weiß sieht es wirklich markig und aggressiv aus. Jetzt ist es natürlich auch ein viel größeres Auto als in der ersten SLK-Generation. Inspiriert hat uns natürlich vor allem unsere große Sportwagen-Tradition. Hier insbesondere der 190 SL, der kleine Bruder von dem 300 SL, den Flügeltürer. Und so haben wir jetzt mit dem neuen SLK ein Pärchen geschaffen mit dem SLS AMG, das so wirklich in die Fußstapfen dieser großen Ikonen steigt. Ein wunderschönes, faszinierendes Auto, das athletisch, dynamisch aussieht und sich auch so fährt. Und das mit viel Liebe zum Detail. Die Innovation, auch noch ein Glasdach mit einzuführen, das heißt, selbst bei geschlossener Fahrt immer noch das Gefühl zu erleben, in der Natur unterwegs zu sein, das ist natürlich auch etwas Spezielles. Kultivierte Sportlichkeit, und das ist noch nicht alles. Wie bei allen neuen Mercedes-Modellen jetzt die ganzen Sicherheitssysteme, die jetzt eingebaut sind. Zum Beispiel automatische Bremssystem. Wenn du auf der Autobahn oder so unaufmerksam bist und auf einen LKW drauf fährst, bremst das Auto automatisch und verhindert den Aufprall oder reduziert den Aufprall. Ortswechsel, Mercedes-Benz-Museum Stuttgart, Generalprobe zur 125-Jahr-Feier. Am Galaabend pilotieren Michael Schumacher, Nico Rosberg und David Coulthard die neue B-Klasse F-Cell, emissionsfreier Elektroantrieb mit Brennstoffzelle. Und die geht jetzt auf Welttour unter dem Namen F-Cell World Drive. Das Startsignal für Mercedes GP Petronas gibt es am 1. Februar in Valencia. Präsentation und erste Testfahrt. Und so sieht er aus. Exklusiv das erste Bild des Dienstwagens von Schumacher und Rosberg. Da hoffe ich natürlich, dass das Design ähnlich gut sein wird wie die Straßenlage und die Rundenzeiten, die es dann produzieren sollte. Wir sind guter Dinge und ja, wie ein Flitzebogen gespannt, dass es dann endlich losgeht nächste Woche. Es wird sehr schön sein. Wir haben ein sehr schönes Auto, das kann ich versprechen. Und ich hoffe natürlich, dass ein schönes Auto auch ein schnelles Auto ist. Wir haben die Sponsoren hervorragend präsentiert, sehr kontrastreich. Und das Auto glänzt regelrecht und ich hoffe, dass unsere Augen dann auch glänzen, wenn wir erfolgreich sein werden. Kommt sehr stark auf die Konkurrenz an natürlich. Aber ich bin sicher, wir haben technischen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Sicherlich wird es sehr schön sein. Und dann ist natürlich immer interessant, die ersten Runden damit zu fahren. Ja? Ein Gefühl zu kriegen, wie liegt das Auto? Leichter. Leichter, niedriger Schwerpunkt, die Anpassung an die neuen Regeln. Also wir sind recht zufrieden, aber mehr wissen wir erst, wenn es auf die Strecke geht. 125 Jahre Automobil, ein ganz besonderes Jahr für Mercedes-Benz und das hat erst begonnen.